Endlich mal wieder alleine, hm? Mhm. Nur wir zwei. Ich glaube, ich hätte mal wieder Lust auf Sex. Och nö. Wie auch nö? Ja, wenn wir doch einen ganzen Abend haben, dann könnten wir doch mal wieder ins Kino, hm? Na gut. Was läuft denn? Guck mal hier, der neue mit George Clooney, der soll total romantisch sein. Und, komm, lass mich mal gucken. Was gibt's denn noch? Hier. Die Nacht des Schlitzers 2. Das soll der Hammer sein. Noch blutiger als der erste Teil. Ich kann diesen Horrorquatsch aber nicht ausstehen. Ja, bei mir drehen sich die Fußnägel auf, wenn ich nur George Clooney höre. Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Hm? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Haha, Papier deckt den Brunnen ab. Schlitzer, wir kommen. Wie nix? Pff, das war ein fairer Kampf. Und weißt du, was das Beste ist? Der Film fängt erst um 8:30 an. Wir hätten also noch Zeit für ein bisschen Sofa-Nahkampf. Och, nö. Wie, warum denn nicht? Ja, wenn ich doch weiß, dass ich mir in 2 Stunden vor Angst in die Hose mache, da habe ich doch jetzt keine Lust auf Sex. Na gut, gehen wir halt in eine Romantik-Schnulze. Danke, du bist ein Schatz. Ah, ja, dann könnten wir doch jetzt eigentlich noch ein bisschen, ne? Och, nö. Wie, och, nö, warum das denn jetzt? Du kriegst doch deinen Willen. Wir gehen ins Kino und du kannst George Clooney 1,5 Stunden lang anschmachten. Ja, eben. Ich hau mir doch auch nicht von einem 5-Gänge-Menü noch eine Pommes rein, hm? Eine Pommes?